Die Zinsen steigen weiter und keiner weiß, wie weit und wie lange noch. Und in diesen Zeiten wird jetzt bei der Finanzierung, Immobilienfinanzierung, das Konzept immer wichtiger als die Zinsen an sich. Und da möchte ich Ihnen heute mal in diesem Video zeigen, was Sie gegen steigende Zinsen tun können, warum das gerade jetzt aktuell so wichtig ist. Wie gesagt, wir wissen nicht, wie weit die Zinsen steigen werden und wie lange. Und von daher ist das Thema Sicherheit in der Finanzierung ganz wichtiges. Sie werden sicherlich schon mitbekommen haben, dass man bei der Finanzierung unterschiedlich lange Zinsbindungen vereinbaren kann, was natürlich auf der anderen Seite auch mit steigenden Zinsen oder mit höheren Zinsen einhergeht. Von daher habe ich Ihnen heute mal eine Gegenüberstellung mitgebracht, wie sich die Zinsen entwickeln mit Zunahme der Zinsbindung, also wie lange man die Zinsen dann eben festschreibt. Und es gibt noch einen wichtigen anderen Nebeneffekt, den wir uns dabei angucken. Das zeige ich Ihnen gleich. Und am Ende des Videos zeige ich Ihnen dann auch noch meine Lösung für das ganze Dilemma, was sich gerade auftut. Denn die Zinsen werden ja wahrscheinlich weiter steigen und je länger man wartet, desto teurer wird es. Von daher lassen wir uns keine Zeit verlieren und schauen uns die Werte einmal im Einzelnen an. Dazu bin ich jetzt hier wieder in den Rechner gegangen und in diesem Internet unter zinsen-berechnung.de einfach aufrufen können. Da gibt es hier einen Hypothekenrechner, mit dem kann man eigentlich alles zusammenrechnen. Wir gehen hier mal in dem Beispiel von dem Durchschnittswert, was aktuell so an Finanzierung deutschlandweit im Durchschnitt aufgerufen wird. Das sind rund 400.000. Und wir fangen mal an mit einer normalen 10-jährigen Zinsbindung, die jetzt natürlich, da ich auf das Thema Finanzierung ohne Eigenkapital spezialisiert bin, ist es natürlich per se etwas, wenn die Zinsen etwas höher. Aber es geht ja erstmal um die Differenz der Zinsen zueinander mit den verschiedenen Zinsbindungen. Anfängliche Tilgung haben wir in der Regel. Es gibt noch Banken, die lassen 1% Tilgung zu, manche wollen mindestens 2% Tilgung, deswegen nehme ich hier mal die Mitte mit 1,5%. Und wir fangen mal mit 10 Jahren Laufzeit an. Wenn ich dann hier unten auf Berechnen klicke, dann sehen Sie hier schon einmal natürlich die Rückzahlungsrate. Das ist 1663,33. Und was später noch wichtig wird, ist die Restschuld nach den 10 Jahren. Die ist jetzt hier natürlich noch relativ hoch, weil sie nur 10 Jahre tilgen, sind 328.000. So, gehen wir einen Zinsschritt weiter, habe ich mal 20 Jahre rausgesucht, da liegen wir jetzt hier bei nicht 3,49, sondern 3,9 und wir haben wieder an 20 Jahre Zinsbindung, liegen wir dann bei 1.800 Euro im Monat und natürlich ganz entscheidend hier ist die Restschuld, die hier nach 20 Jahren natürlich wesentlich weniger, nämlich nur noch 218.000 Euro beträgt. Wie gesagt, Rückzahlungsrate hier sind 1.800 Euro, was natürlich schon eine ganze Ecke mehr ist als jetzt von der 10-jährigen Zinsbindung. Und wenn wir das Ganze dann noch mit 30 Jahren rechnen, dann haben wir schon die 4 vor dem Komma, dann sind wir nämlich bei 4,12. Hier sind wir bei 30 Jahren. Und wenn wir das rechnen, dann wieder drücken. So, dann kommt ein ganz wichtiger Faktor. Sie haben zwar natürlich wieder hier, die Rückzahlungsrate ist weiter gestiegen, liegt jetzt schon über 200 Euro über den 10 Jahren fest, aber Sie haben natürlich hier eine Restschuld nach 30 Jahren von nur noch 45.000 und ich wage mal zu behaupten, dass die nach 30 Jahren dann abgelöst werden könnte. So, ich zeige Ihnen noch einmal die Zahlen im Überblick. Das waren die 10 Jahre fest mit 3,49% Zinsen, 1663,33 Euro und 328.321 Euro Restschuld. 20 Jahre Zinsbindung waren 3,9%, 1.800 Euro im Monat und 218.659 Euro. Und 30 Jahre fest hat einen Zinssatz von 4,12, 1.873,33 Euro und 45.455,32 Euro. So, wenn man sich das doch ein richtiges Konzept dafür überlegt, dann gibt es die Möglichkeit, das Ganze eben zum Beispiel 36 Jahre festzumachen. Das ist dann gleichzeitig auch die Laufzeit. In diesen 36 Jahren haben Sie zwei Zinsbindungen. Ich habe hier mal einen Schnitt ausgerechnet. Im Schnitt liegt der Zinssatz dann bei 3,16.
Und sie haben eine monatliche Rate von durchgängig 1748 Euro. Die ändert sich also die ganze Zeit nicht. Und das dauert, wie gesagt, 36 Jahre. Und nach 36 Jahren ist das Darlehen dann auch zurückbezahlt. Wenn Sie Sondertilgung machen wollen, dann geht das. Und Sie können natürlich damit die Laufzeit auch weiter verkürzen. Das heißt, Sie müssen keine 36 Jahre bezahlen. Ist ja immer so, per Gesetz ja festgelegt, dass die Bank Sie immer nur auf 10 Jahre festlegen darf. Wenn Sie also nach Ablauf von 10 Jahren vorzeitig umschulden, ablösen, wie auch immer wollen, dann ist das ohne Vorfälligkeitsentschädigung möglich. Ja, wenn Sie genau was darüber wissen wollen, wie das geht, was man dafür tun muss und ganz wichtig natürlich, ob das in Ihrem Fall auch sinnvoll ist, muss man sich natürlich immer im Einzelfall angucken. Dann melden Sie sich gerne bei mir. Sie haben unter dem Video haben Sie einen WhatsApp-Button, da können Sie mir eine Nachricht schreiben. Nutzen Sie die Kommentarfunktion des Videos oder gehen Sie einfach auf meine Internetseite über dem Video und dann finden wir zueinander. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.